gewesen. Im Dezember 1944 trat Fokal dann in Kontakt mit einer Partisaneneinheit in Troznow. Kaum hatte der letzte deutsche Soldat Mirosław verlassen, als Fokal die Gelegenheit ergriff und eine eigene Miliz gründete. Sie machten Jagd auf junge, versprengte Wehrmachtssoldaten in der Gegend. Sie fingen ungefähr 30 bis 40 von ihnen. Sie trieben sie zusammen, während Fokal Fotos von sich machen ließ, wie er persönlich Soldaten fing und mit einem Gewehr herumlief. Er wollte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Das zeigen diese Fotos ganz deutlich. Sie zeigen auch, wie junge Wehrmachtssoldaten sich gegenseitig schlagen mussten. Wie sie auf Knien krabbeln mussten vor ihren selbsternannten Gefangenenwärtern. Die Wächter schlugen sie. Auch daran beteiligte sich Fokal persönlich. Außerdem schaffte er für sich selbst Gold beiseite und auch Gewehre. Er trug drei Armbanduhren, die er von den Deutschen gestohlen hat. Wurde das je untersucht? Ich glaube nicht. Ich habe nie von einer Untersuchung gehört. Es war eine gesetzlose Zeit und die Opfer waren Deutsche, also kümmerte sich niemand darum. Zu Beginn des Jahres 1949 wurde Fokal ins regionale Hauptquartier der Staatssicherheit gerufen. Er erklärte sich bereit zu kooperieren und arbeitete fortan als Spitzel unter dem Tarnnamen Gojaci AD 106. Er berichtete der Staatssicherheit über zahlreiche Leute. Vielen wurde der Prozess gemacht. Vier von ihnen wurden sogar hingerichtet. Insgesamt 150 Menschen wurden aufgrund seiner Berichte verhaftet. Nebenher organisierte er Jugendtreffen, besuchte Schulen und hielt auch vor Erwachsenen Vorträge, was für ein großartiger Partisan er gewesen sei. František Fokal starb im Herbst 1989 in der Zeit der politischen Wende. Er war ein exzentrischer Abenteurer, dem Bösen zugeneigt. Die meiste Zeit seines Lebens hat er Menschen unglücklich gemacht. Seine Reise in die Vergangenheit führt Vondráček in den Norden Tschechiens nach Žatec, ehemals Saas, im Sudetenland. Im Stadtzentrum trifft er den Journalisten David Hertel. Hertel hat einen aufsehenerregenden Artikel veröffentlicht über die Geschehnisse in Žatec im ersten Monat nach dem Kriegsende. Am 3. Juni 1945 rief man die Deutschen von Žatec auf diesem Platz zusammen. Über ihre genaue Zahl gibt es unterschiedliche Berichte. Es können zwischen 1000 und 6000 gewesen sein. Der Aufruf, sich hier auf dem Platz zu sammeln, wurde schriftlich verteilt und an die Häuserwände geklebt. Darin hieß es außerdem, dass die Deutschen ihre Haustürschlüssel mitbringen und hier abgeben sollten. Sie waren kaum weg, als ihre Häuser schon geplündert wurden. Wer waren die Plünderer? Es waren wohl teils Soldaten und teils Mitglieder der revolutionären Garden, die ins Grenzgebiet strömten, um mit den Deutschen abzurechnen. Die Deutschen aus Žatec werden ins nahegelegene Postoloprty getrieben, damals Postelberg. Hier war das Hauptquartier. Hier wurden die Menschen erschossen und von hier wurden sie zu einem Abladeplatz im Hof dort gebracht. Das haben Sie gesehen? Ja. Wie viele waren es? Das weiß ich nicht, aber es waren viele. Ich kann bestätigen, dass in diesem Gebäude in Postoloprty Sondereinheiten der tschechischen Armee einquartiert waren. Hinter diesen Mauern gab es viel Gewalt, viel Unglück und viele Tote.
Auch Tschechen aus Mischehen waren betroffen. Allein die Tatsache, dass ein Tscheche eine deutsche Frau geheiratet hatte oder umgekehrt, reichte aus, um in den Strudel der Gewalt zu geraten. Die, die damals auf der Jagd nach Deutschen waren, machten keine Unterschiede. Es reichte, wenn einer oder eine einen deutschen Namen hatte. Wer war verantwortlich für das Massaker in Postoloperzki? Hauptverantwortlich waren Einheiten der neu gegründeten tschechoslowakischen Armee. Die Armee war einer der treibenden Kräfte für diese sogenannten Säuberungsaktionen. Zu ihren Einheiten gehörten auch viele Soldaten, die vorher in den Reihen der sowjetischen Armee gekämpft hatten. Die Erfahrungen dieser Soldaten an der Ostfront waren entscheidend. Das muss man berücksichtigen. Sie hatten mit eigenen Augen gesehen, was die Nazis dort angerichtet hatten. Wie viel Tod und Zerstörung sie über die Gebiete der Sowjetunion gebracht hatten. Diese Soldaten bewegten sich außerdem in einem kulturellen Umfeld, das ihnen fremd war. Sie waren nicht gewöhnt an ein Miteinander von Deutschen und Tschechen, an Mischehen. Und sie handelten auf Grundlage eines Befehls, die Zahl der Deutschen auf tschechischem Gebiet so weit wie möglich zu reduzieren. Die Soldaten hatten doch genug vom Krieg und vom Schießen. Sie wollten keine Rache an Zivilisten nehmen. Der Krieg war vorbei und wir waren alle froh darüber. Nein, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass unsere Soldaten in solche Taten verwickelt waren. Ich kann es auch nicht glauben, dass jemand von uns daran beteiligt war. Jeder weiß, dass sehr unklar ist, was dort genau vorgefallen ist, was die Gründe waren und warum es geschehen ist. Es ist schwierig, mit Leuten, die die Zeit erlebt haben, über diese Dinge zu sprechen. Es ist einfach eine Tatsache, dass Soldaten der tschechoslowakischen Armee in der Gegend von Žatec eingesetzt waren. Auch der Name des Befehlshabers ist bekannt, das war ein Hauptmann Perny. Die Soldaten erwarteten, dass sie in dieser Gegend Bauernhöfe erhalten würden. Ich habe das Foto eines Freundes gefunden, der damals auch erschossen wurde. Wie alt war er? 16. Und Sie? Etwa 9. Waren Sie Nachbarn? Ja, wir waren Nachbarn. Er machte eine Klempnerlehre in Žatec. Sie riefen alle Deutschen auf dem großen Platz zusammen. Alle, die noch im Ort waren, sollten kommen. Als Junge war er natürlich neugierig. Er ging mit ein paar Freunden dorthin, um sich umzusehen. Meine Mutter war in der Kirche und Vater bei der Arbeit. Sie nahmen alle Leute mit, auch die Jungs, und führten sie zu den Baracken. Den Familien sagte man, sie könnten ihnen Essen bringen. Meine Mutter tat das auch. Als sie aber am nächsten Tag wiederkam, sagte man ihr, die Gefangenen seien verlegt worden. Später kam dann heraus, dass sie alle erschossen worden waren, in der Nähe des Schulgebäudes. Bei dieser Massenhinrichtung sind die Namen der Täter bekannt. Jan Čupka war einer der Antreiber. Ebenso die Männer des Sicherheitsdienstes der neu gegründeten tschechoslowakischen Armee. Unter ihnen waren Ruthenen und Tschechen.
Ihre Leutnants hießen Kolenitsch und Makacek. Sicher waren noch mehr beteiligt, aber in jenen Tagen wurden Befehle mündlich erteilt oder jedenfalls gelangten sie nicht ins Archiv. Der kommandierende General Spaniel benutzte in einer Einsatzbesprechung Ausdrücke, die, wenn man sie aus dem Kontext nimmt, durchaus als Aufruf zu extremen Maßnahmen verstanden werden konnten. Ein Einwohner von Postlopetsky schrieb einen Brief an den Präsidenten. Ich zitiere: Ich glaube, dass es in der Welt Gerechtigkeit gibt, aber zu viele Menschen in unserem Land tun, was sie wollen. Ich wende mich an Sie mit der Bitte, die tragischen Ereignisse zu untersuchen, die im Juni und Juli 1945 in Zatek passiert sind. Hier ist ein interessanter Abschnitt, der die erschossenen Tschechen behandelt. Es waren Tschechen unter den Opfern. Einer von ihnen war Herr Rosner aus Lipenz. Bei ihrer Erschießung riefen sie: Lang lebe Präsident Beneš und lang lebe Stalin. Dieser eindrucksvolle